hier in Freital statt. Es ist wichtig, dass die Kommunikation auch mit den Menschen vor Ort gesucht wird. Das Angebot sollte in jedem Falle gemacht werden. Ich erwarte mir davon, dass wir Fragen, die gestellt werden, Sorgen, Themen, die von den Menschen angesprochen werden, aufgenommen, dass wir sie aufnehmen können, dass wir entsprechend Antwort geben können und damit dazu beitragen, dass wir die Erstaufnahmeeinrichtung, die wir hier als temporäre Außenstelle in Freital brauchen, auch weiter für diesen Zweck vorhalten werden. Wir werden das bis Ende diesen Jahres und vielleicht noch im Jahr 2016 brauchen. Herr Minister, man hört O-Töne von den Anwohnern, die sagen ganz klar, wir wollen einfach keine Asylbewerber hier. Was sagen Sie denn denen? Wir werden ganz klar Position auch dazu beziehen müssen, dass die Menschen, die hier nach Deutschland kommen, die Asylanträge stellen, dass die ordentlich behandelt werden müssen, dass sie ordentlich unterkommen müssen, dass sie faire Verfahren bekommen. Und dafür werden wir sorgen und das werden wir den Menschen auch klar sagen. Heute Abend? Ja, selbstverständlich. Eine Frage zu der Demonstration Adamek von Kontraste. Wir sind eigentlich morgen verabredet, aber wir sind jetzt gerade hier zufällig. Die Demonstration an dem Wochenende vor dem Asylbewerberheim, ist so etwas notwendig? Warum werden solche Demonstrationen vor einem Asylbewerberheim mit Menschen darin, die sich fürchten, warum wird das nicht verboten? Ich habe ja deutlich gesagt, dass ich das für unanständig halte, dass die Demonstration unmittelbar vor einem solchen Heim durchgeführt wird. Denn wenn man anderer Meinung ist, dazu kann man in der Demokratie immer wieder kommen, andere Meinungen zu vertreten als der Staat, andere Meinungen zu vertreten als andere. Dann kann man andere Formen finden des Protestes und muss das nicht vor so einem Heim durchführen. Warum wurde die dann nicht geräumt, die Demonstration? Jetzt verboten ist das durchaus schwierig. Aus diesem Grunde setzen wir Argumentationen vor. Eine ganz kurze Frage noch. Eine Demonstration vor Ihrem Privathaus, wie würden Sie darauf reagieren? Da gilt das Gleiche natürlich. Wir haben in der ersten Runde Demonstrationsfreiheit. Das ist manchmal schwierig zu ertragen, aber es gehört zu den Rechten, die wir uns auch widerstritten haben. Es wurde aber schon häufiger verboten, solche Demonstrationen vor Politikerprivathäusern. Warum dann nicht hier vor dem Asylbewerberheim? Ich habe Ihnen ja gerade die Antwort gegeben. Also in Zukunft wird es das nicht mehr geben, oder? Ich habe deutlich gemacht, an den Stellen, wo Straftaten durchgeführt werden, wo Eingriffsbefugnisse da sind, werden wir auch konsequent an. Das heißt, solche Demonstrationen werden dann verboten? Wenn die Voraussetzungen dafür gegeben sind.